Sehr geehrte Frau Präsidentin, werte Kolleginnen und Kollegen, dieser Antrag reiht sich ein in die Debatte Wir haben Platz. Ein großes grünes Bundesland mit unendlichen Weiten und vielen leerstehenden Häusern und Gebäuden. Wir haben Platz, nur Menschen mit ausländischen Wurzeln anscheinend nicht. Dieser Antrag reiht sich ein als Angebot an die Koalition, mit uns gemeinsam einen Minimalkonsens zu finden. Wir wissen, dass wir komplett andere Vorstellungen in dieser endlosen und wichtigen Debatte haben. Wir wissen, dass wir wahrscheinlich nur den gemeinsamen Nenner Menschenrechte jeweils anders definiert, jeweils anders umgesetzt, jeweils anders gefasst, aber eben als kleinsten gemeinsamen Nenner haben. Sie und wir wollen, dass es den zu uns Kommenden gut geht. Über den Weg sind wir uns allerdings nicht ganz einig. Dieser Antrag ist ein Angebot an Sie, Herr Cafier, am Ende einer langen 30-jährigen politischen Karriere mal wieder positive Schlagzeilen zu haben, am Ende der Zeit als Innenminister eine 19 Jahre alte Richtlinie zu überarbeiten. Herr Cafier, ich habe dieses Foto in der SVZ vorgestern von Ihnen und Flüchtlingskindern aus dem Jahr 2014 gesehen. Und ich dachte mir, ja, auch das ist unser Innenminister. Lächelnd, trommelnd, den vielen Initiativen danken. Zeigen Sie den Menschen, den Initiativen, dieses Gesicht noch einmal. Sie, werte AfD-Fraktion, würde ich gerne ausschließen aus diesem Angebot der Zusammenarbeit. Ihr Interesse gilt nur der Hetze gegen Flüchtlinge. Ihr Interesse gilt einzig dem Schüren von Ängsten. Sie nennen es Mut zur Wahrheit. Die Wahrheit ist aber, selbst beim gestrigen Thema Konversion haben Sie massiv gegen Flüchtlinge gehetzt. Ich kann und will das nicht mehr aushalten. Gott sei Dank darf ich in dieser Demokratie offen meine Meinung sagen. Gott sei Dank lässt aber unsere Geschäftsordnung einen Ausschluss von Fraktionen nicht zu. Und daher kann ich Sie nur bitten, Ihre islamfeindliche, Ihre islamophoben und Ihre rassistischen Ressentiments gegen Menschen zu unterlassen. Eigentlich immer, aber wenigstens heute. Dieser Antrag reiht sich ein in unser Anliegen, Sie, werte Kolleginnen und Kollegen, von unseren Ideen und Forderungen zu überzeugen. Unser absolutes Grundanliegen ist natürlich die dezentrale Wohnung für alle Menschen in MV. Wenn wir dies nur in kleinen Schritten erreichen können, dann ist dies vor allem für die betroffenen Menschen schade und auch bitter, aber ein Konsens ist besser als eine komplette Verweigerung. Mindeststandards verbessern, was heißt das? Aktuell leben 3.500 Asylsuchende und Geflüchtete in Mecklenburg-Vorpommern in Aufnahmeeinrichtungen und Gemeinschaftsunterkünften. Die Verordnung des Landes Mecklenburg-Vorpommern regelt in § 2 Absatz 1 wie folgt. Die Größe und Ausstattung ist menschenwürdig zu gestalten, insbesondere die Gesundheit und auch das sittliche Empfinden dürfen nicht beeinträchtigt werden. Ferner heißt es dort zum individuellen Wohnbereich, dass 6 Quadratmeter zum Wohnen und Schlafen pro Person ausreichend sind. Pro Raum also nicht mehr als 6 Bewohnerinnen, ein Stuhl, ein Bett, ein abschließbarer Schrankteil, ein Eckchen eines Tisches. Das ist die Minimalausstattung. Zu den Sanitäreinrichtungen steht dort ein Waschbecken für 5 Menschen, ein Duschplatz für 10 Menschen, eine Toilette für 10 Frauen oder für 15 Männer. Zu den Gemeinschaftsküchen ist zu lesen, ein Herd für 8 Menschen, ein Wasserkocher für 20 Menschen, Gemeinschaftsgeschirr für alle. Das Innenministerium kann Ausnahmeregeln schaffen und das Parlament kann sie fordern. Schon in Zeiten ohne erhöhtes Infektionsgeschehen ist das alles relativ schwierig, in Gemeinschaftsunterkünften zu leben. Die Menschen leben in den Gemeinschaftsunterkünften ja nicht ein paar Tage oder Wochen, sie leben dort oft Jahre. Die Menschen suchen sich auch nicht aus, dass und wo sie leben. Sie werden dort untergebracht. Für die ersten Tage und für das Ankommen ist das ja vielleicht durchaus okay. Aber nach 2 bis 4 Wochen sollte eine dezentrale Unterbringung möglich sein. Dafür können wir Sie hier nicht begeistern, das wissen wir. Darum tatsächlich dieser Antrag wenigstens zur Verbesserung der Minimalstandards in Gemeinschaftsunterkünften. Aber ach, dann kam Covid-19. Mit einem Mal infizierten sich ausgerechnet Menschen, die auf engstem Raum zusammenleben. Mit einem Mal mussten Gemeinschaftseinrichtungen wie Schulen, Kitas und so weiter geschlossen werden. Wirklich alle? Erstaufnahmeeinrichtungen und Gemeinschaftsunterkünfte für Asylsuchende und Geflüchtete.
Schlafräume in Ernte- und Schlachtbetrieben, Menschen auf engstem Raum, Menschen mit ausländischen Wurzeln. Die Würde der Spargel zwar höher als die Gesundheitssorge für Menschen. Es galten und gelten Abstandsregeln. In Gemeinschaftsunterkünften geht das aber nicht. Im Schnitt hat ein Raum 20 bis 25 Quadratmeter. Im Schnitt sind 3 bis 4 Menschen dort untergebracht. Es ist doch völlig abwegig zu glauben, dass die Menschen sich nur auf ihren 6 Quadratmetern im Raum aufhalten. Natürlich könnte man davon ausgehen, dass die Regierung dieses annahm. Denn eine Zimmerbelegung war in Deutschland und auch in Mecklenburg-Vorpommern immer eine Kohorte. Also, sie wurde kurzerhand zu einer Familie ernannt. 4 fremde Menschen, eine Person galt als Haushaltsvorstand, die 3 anderen waren die Mitglieder dieser Bedarfsgemeinschaft. Das Landessozialgericht Mecklenburg-Vorpommern hat dies als rechtswidrig erklärt. Damit sind auch Menschen, die nicht verwandt sind und gemeinsam in einem Raum leben müssen, nicht automatisch eine Familie oder eine Bedarfsgemeinschaft, wenn sie gezwungenermaßen in einem gemeinsamen Zimmer zusammen schlafen und wohnen müssen. Spätestens nach diesem Urteil hätte die Landesverordnung für Gemeinschaftsunterkünfte auch geändert werden müssen. Denn auch Geflüchtete haben ein Recht auf Abstand. Wissen Sie, als es um unseren Spargel, um unsere Erdbeeren, Gurken und um unser Fleisch ging, haben Sie richtigerweise endlich die Wohnbedingungen der Arbeiterinnen und Arbeiter kritisiert und innerhalb weniger Tage Regeln aufgestellt, und bei Zuwiderhandlungen folgten und folgen nun Bußgelder. In Gemeinschaftsunterkünften werden aber die dort Lebenden bestraft, statt die Richtlinien einfach zu überarbeiten. Wir wissen alle, dass es auf beengtem Raum immer wieder zu Auseinandersetzungen kommt. Dies gilt für alle großen Einrichtungen. Große Kinderheime mit Schlafsälen gibt es schon lange nicht mehr. Hier hat man schon lange erkannt, dass Platz und Privatsphäre der Konfliktvermeidung dienen. Und ich weiß, dass viele Männer hier bei der NVA oder auch beim Bund waren. Und oft erzählen sie von einem Lagerkoller. Menschen sind doch Menschen. Kleine, große, junge, alte. Jeder Mensch verdient einen Platz. Und wenn unser Grundgesetz Menschenrechte für alle fordert, und Wohnen ist auch ein Menschenrecht, und gleiche Rechte für alle definiert, 9 Quadratmeter pro Mensch gilt auf dem Wohnungsmarkt als menschenwürdig. Es gilt in anderen Gemeinschaftsunterkünften, also in Obdachlosenunterkünften, in Heimen, in Krankenhäusern, in Wohneinrichtungen für Kinder und Jugendliche als Mindestquadratmeterzahl für menschenwürdiges Wohnen. Dies hätten wir auch gerne in Erstaufnahmeeinrichtungen und Gemeinschaftsunterkünften. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Sehr geehrte Frau Präsidentin, werte Kolleginnen und Kollegen, erstmal ein paar Worte an Herrn Glawe, der vielleicht zuhören wird irgendwo am Bildschirm. Sie haben uns hier vorgeworfen, dass wir wieder die Erntehelfer und Geflüchteten in einen Topf geworfen haben. Das haben wir nicht getan. Unserer Ansicht nach sind die ausländischen Erntehelfer die vorletzte Stufe, wie die Menschenrechte manchmal mit Füßen getreten werden bei der Unterbringung, und Geflüchtete die letzte Stufe. Beide sind für uns Menschen. Menschenrechte gelten für alle. Und ich möchte, dass allen Menschen auf der Welt es genauso gut geht wie mir und dass sie dieselben Rechte haben wie ich. Es gibt keinen oder kaum einen zeitlich begrenzten Aufenthalt in Gemeinschaftsunterkünften. Und Sie haben gesagt, ja, und es gibt hier Schutzkonzepte. Nein, die gibt es nicht. Im Januar 2018 haben wir dazu einen Antrag gestellt. Den hat dieses Parlament abgelehnt. Und natürlich braucht in Familien, also in Kernfamilien, keine Abstandsregel eingehalten werden. Aber 4 fremde Personen in einem Raum, in einer Gemeinschaftsunterkunft. Ich rede hier nicht von einer Erstaufnahmeeinrichtung, sondern von einer Gemeinschaftsunterkunft, werden in diesem Land als eine Kohorte betrachtet. Das heißt, sie werden kurzerhand zu einer Bedarfsgemeinschaft ernannt. Eine Person bekommt Stufe 1 der Regelbedarfe aus den Asylbewerberleistungen, die 3 Personen, die mit ihm im Zimmer leben, die Stufe 2. Diese Menschen sollen also gemeinsam wirtschaften und füreinander in jeglicher Form eintreten.
finanziell wie gesellschaftlich. Das Landessozialgericht Mecklenburg-Vorpommern hat vor ein paar Monaten dieses Verfahren für rechtswidrig erklärt, denn nur weil Menschen gemeinsam in einem Zimmer leben müssen, sind sie nicht wie eine Familie zu behandeln, zumindest nicht finanziell. Was im Umkehrschluss heißt, diese vier Menschen in einer Einrichtung sind auch nicht als Kohorte zu betrachten. Auch das steht im schriftlichen Urteil des Landessozialgerichtes, das seit 3 Tagen öffentlich ist. Und darum müssen die Abstandsregeln in Gemeinschaftsunterkünften, ich sage hier nicht Erstaufnahmeeinrichtungen, sondern in Gemeinschaftsunterkünften neu überarbeitet werden. Das nur so viel. Ich halte Ihnen zugute, dass nicht jeder immer umgehend alle Sozialgerichtsurteile nachforstet und weiß, wann sie veröffentlicht werden. Und zur AfD, ja, wir sind radikal. Wir sind radikal für Menschenrechte. Menschenrechte sind für alle gleich. Wohnen ist ein Menschenrecht und es ist sehr zynisch von Ihnen, Menschen im Mittelmeer ertrinken zu lassen, Menschen in Elendslagern an den europäischen Außengrenzen dahin vegetieren zu lassen und gleichzeitig hier vor 10 Minuten zu sagen, die Einrichtungen in diesem Land sind doch alle leer. Wir als Fraktion haben uns alleine in dieser Landtagsdebatte für Kulturschaffende eingesetzt, gegen Kinderarmut engagiert, über Alleinerziehende gesprochen, wollten Hartz IV erhöhen, haben uns um Pflegebedürftige gekümmert und sind immer dabei, wenn es um einen Mindestlohn geht. Also hören Sie endlich auf, unterschiedliche Menschengruppen gegeneinander auszuspielen. An Frau Tegtmeier gerichtet. Frau Larisch, einen Moment bitte. Gestatten Sie eine Zwischenfrage von Herrn Kramer? Natürlich geben die Träger der Gemeinschaftsunterkünfte und der Erstaufnahmeeinrichtungen sich die allergrößte Mühe, in den bestehenden Regeln und Gesetzen, die sehr eng gefasst sind und wo ich weiß, dass auch Sie nicht alle tatsächlich gut finden, die allergrößte Mühe und tun das Allerbeste für die Menschen, die dort leben müssen. Aber das steht hier auch gar nicht in der Kritik. Und mehr möchte ich wirklich nicht dazu sagen. Herr Ape, es geht Sie überhaupt nichts an, wer in meiner Wohnung lebt, wen ich da reinlasse und für wen ich das Leben bezahle. Es geht Sie nichts an. Werte CDU, die Pandemie hat gesamtgesellschaftlich aufgezeigt, dass an vielen Stellen in dieser Gesellschaft, in ganz unterschiedlichen Bereichen, es gar nicht so glatt läuft, wie wir immer angenommen haben. Es ist schade, dass die Pandemie Lücken in Gesetzen, Lücken in Verordnungen es aufgezeigt hat. Aber es ist auch eine Chance. Krisen sind immer eine Chance, etwas zu verbessern. Und genau deswegen war dies eine Einladung an Sie alle, mit uns gemeinsam über diese Richtlinie nachzudenken. Auch Frau Tegtmeier hat gesagt, nach fast 20 Jahren wäre dies mal möglich. Und ich denke, wir können hier gemeinsam etwas ändern. Ja, wir fordern 9 Quadratmeter für jede erwachsene Person, so wie es eigentlich in den Richtlinien zum menschenwürdigen Wohnen steht, und 6 Quadratmeter für Kinder. Dass Sie da vielleicht in der Größe nicht mitgehen, ja, sehen wir als Problem an, aber vielleicht können wir uns auf einen Konsens einigen. Und deswegen nochmal, vielleicht stimmen Sie ja doch unserem Antrag zu, sich die Richtlinie nochmal anzuschauen. Und als abschließenden Gedanken, die menschenwürdige Unterbringung mit Berücksichtigung der Privatsphäre und allen individuellen Gesundheits- und Infektionsschutzmaßnahmen müssen grundsätzlich die allererste Maßgabe bei einer Unterbringung sein. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Applaus